Guten Tag, ihr süßen Bäuschen, beim Tipp zum Sonntag. Ich habe diese Woche eine Einsendung bekommen und das freut mich sehr. Aber diese Einsendung behandle ich heute nicht, weil ich noch ein wenig Zeit zum Recherchieren brauche. Also das ist halt, der Tipp ist gut, aber ich muss halt mehr Hintergrundinformationen sammeln. Und das mache ich natürlich. Der kommt dann irgendwann die nächsten Wochen, vielleicht nächste Woche. Ich weiß noch nicht genau wann, aber er kommt. Und sagen wir mal so, dieser Tipp, den ich jetzt euch zeigen werde, ist ein Tipp, den benutze ich mit all meinen Lagercharakteren und all meinen Farmcharakteren. Und ich hoffe, der hilft euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, Dr. Disrespect. So, wie ihr vielleicht erkennen könnt, befinden wir uns in der grasgrünen Schwelle und zwar an dem leinensamen Farmspot. Dieser Farmcharakter von mir ist auch gleichzeitig mein Lagercharakter, auf dem ich Ascended Gear oder Ascended Twinkets lagere. Und das große Problem ist, manchmal muss ich natürlich mit diesem Charakter auf die Bank oder muss halt irgendwie was zum Handelsposten oder etc. Das große Problem ist nur, ich habe zwar viel Gold, aber ich habe leider nicht so viel Gold, um mir einen Bankzugriff zu kaufen, einen unendlichen oder andere dieser unendlichen Lizenzen. Also es ist so, ich gehe einfach aufs WVW. Das heißt also, ich kann auf einen der WVW-Server gehen, weil direkt am Anfang der WVW-Server gibt es diese tollen NPCs. Das heißt also, ich kann halt zur Bank gehen oder hier direkt zur Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft. Der große Vorteil hier dran ist nämlich, dass ihr weniger Ladebildschirme habt, als wenn ihr ins PvP geht. Also das heißt, wir kriegen hier alle NPCs, die wir brauchen, halt die Handelsgesellschaft, die Bank und wir werden jetzt gleich auch noch zu einem Kaufmann gehen. Das heißt also, wenn ihr diesen Trick, den ich euch sozusagen zeige, benutzt, habt den großen Vorteil, dass ihr von dem Farmspot auf Händler, Banken und die Handelsgesellschaft zugreifen könnt und sobald ihr euch ausloggt, seid ihr wieder an dem Platz, an dem ihr ins WVW gegangen seid. Das ist der große, große Vorteil im Gegensatz zum PvP, weil im PvP könnt ihr zwar wieder zurück an die Stelle, an der ihr vorher wart, ja, aber das große Problem an der Sache ist, ihr habt mehr Ladebildschirme. Ich habe so zwei Ladebildschirme, den zum Hinkommen, Charakterauswahl und den wieder zum Zurückkommen in die grasgrüne Schwelle. Ich nutze diesen Abspann, glaube ich, mal wieder, um ein paar Gedanken loszuwerden. Mir fällt es momentan ultra schwer, Tipps zu finden. Und ich habe momentan andere Ideen. Mir fallen momentan mega viele Ideen zu so kleinen Kurzclips an, was aber mehr so alles wirklich, und jetzt kommt es, haltet euch fest, mit so RP oder so schauspielerischen Stuff zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, wenn ihr vielleicht euch überlegt und so denkt, so ey, ein Versuch wäre es wert. So, ich würde einen Tipp zum Sonntag mal aussetzen und würde mir auch mal angucken, 3-Minuten-Video, wo Tiger einfach irgendwie mal seiner Kreativität freien Lauf lässt, dann schreibt es vielleicht unten in die Kommentare. Das hat beim letzten Mal so gut funktioniert, vielleicht funktioniert es bei dieses Mal auch so gut, dass halt vielleicht irgendwas unten in die Kommentare geschrieben wird. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesegnete Nacht und einen hatefreien Sonntag. Bis dann, tschüss.